Hey Leute, wie ihr seht, ist extrem voll geworden auf der FIBO. Ich habe jetzt keinen Bock mehr da drin zu hängen. Ich gehe nach draußen. Köln hat richtig geile Parcoursspots. Ich werde da nicht alleine trainieren. Der deutsche Meister im Powerlifting, Romano, wird mit dabei sein. Dem werde ich ein paar Parcours-Tricks zeigen und wir machen ein kleines Kraftbattle. Also könnt ihr gespannt sein, wer gewinnt. Hey, Armin. Ah. Ich hab gehört, wir machen heute Parcours-Training. Ja, du bist Romano, nicht? Also hier an der Treppe machen wir jetzt gleich erstmal die erste Warmmachübung. Da werden wir ein paar verschiedene Sprünge machen, die Treppe hoch und runter. Ja, das wird auch gleichzeitig die erste Challenge, die wir machen. Dann gucken wir, wer zuerst fertig ist von uns beiden. Also die erste Übung, einfach mit beiden Beinen geschlossen davor stehen. Okay. Und hochspringen. Und dann bist du ganz locker. Und immer eine Stufe nur. Genau. Okay. Zweite Übung, das gleiche mit einem Bein. Also mit rechts nochmal. Zack, zack. Okay, und die nächste Runde ist dann immer vier Stufen gleichzeitig. Vier Stufen? Also 1, 2, 3, 4, also auf die vierte. Okay. So, und immer weiter. 2, 1, los! Und? Ist ein bisschen warm geworden? Ist auf jeden Fall anstrengend. Definitiv. Ne? Auf einem Bein fand ich am anspruchsvollsten. So, bei der ersten Übung habe ich Romano fertig gemacht gerade. Es war aber auch ein bisschen gemein. Das ging eigentlich nur auf die Ausdauer. Du bist der Kraftspezialist. Deswegen machen wir jetzt gleich die zweite Übung. Da hast du auf jeden Fall bessere Karten. Wahrscheinlich hast du jetzt beim Testen schon gemerkt, dass es ganz schön hier auf die Arme auch geht, ne? Auf die Spannung. Die Belastung. Das machen wir jetzt als kleine Kraft-Challenge gegeneinander. Wir machen einfach die Kombination mit dem Rübergehen, wieder zurück, hängen und das Ganze so oft, wie du schaffst. Ich mach's auch so oft, wie ich schaffe. Und 3, 2, 1, los! Du hast echt Power in den Armen, muss ich sagen. Ja, nicht schlecht, dann hast du deinen Rückstand wieder aufgeholt. Mein Krafttraining ist auf jeden Fall heute mit drin. Okay, dann machen wir jetzt die dritte Challenge. Also, wir gehen an die Wand, schön die Fingerspitzen oben auf die Wand. Okay. Arme durchhängen lassen und mit den Fußbeinen an die Wand und so hängen lassen. Hängen lassen. Okay. Und probieren, die Spannung zu halten, sodass die Füße nicht auf den Boden kommen. 3, 2, 1, go! Ah, boah, war jetzt bei dir noch lange gehalten, oder? Ah, aber auf jeden Fall, ich musste gut. Ich habe nur nichts gesagt. So, du hast mich ja ganz schön fertig gemacht bei den letzten Übungen. Jetzt kommen wir zur letzten, zur vierten Übung. Ich hoffe, da kann ich noch ausgleichen. Mal gucken. Wir stellen uns hier ran, beide Hände an die Stange, holen richtig Schwung und probieren uns aus der Armkraft so weit wie möglich nach vorne zu ziehen. Über das Ding rüber mit dem Katzensprung. Von hier nach vorne. Okay. Und dann messen wir, wer am weitesten kommt. So, erster Versuch. Nicht schlecht, ey, da habe ich nochmal ausgeglichen. Auf dem letzten Wettkampf nochmal ein bisschen meine Ehre verteidigt. Ich bin echt beeindruckt, man sieht mal wirklich, was dahinter steckt. So, mir hat es riesig Spaß gemacht mit dir heute. Du bist ein krasser Gegner gewesen, hast mich voll an meine Grenzen gebracht.
Deswegen ist er auch unentschieden ausgegangen. Wenn ihr noch mehr Videos von ihm sehen wollt und noch ein Video, was wir zusammen gedreht haben, geht auf seinen Channel, habe ich verlinkt. Und noch in der Beschreibung. Wenn ihr noch mehr zum Thema Sprengen die Grenzen sehen wollt, klickt hier auf die Playlist. Ansonsten viel Spaß beim Trainieren und wir sehen uns beim nächsten Mal.